So, Leitz, das sind wir wieder. Jawohl. Basis. Ja, der Doskas bemüht sich jetzt um die Logistikroboter. Jawohl. Dann werde ich jetzt hier die Akkumulatoren Produktion erstmal zurückfahren, Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. damit wir genug Batterien kriegen. Ach so, Oder haben. du hättest doch einfach die Produktion rausnehmen müssen können. Das stimmt, aber ich kann es ja später dann generell einfach umbauen mit dem Logistiksystem. Ja, gut, okay. Das war jetzt so meine Überlegung. Alles in Ordnung. So. Ich habe ja schon angefangen, ein paar Raffinerien zu setzen für die schweren, Quatsch, für die elektronischen, oder wie heißen die mittlerweile? Die Was werden ständig umgenannt. hapert hier denn jetzt Elektromotoreneinheiten. eigentlich? Warum So. produziert er keine? Achso, der braucht 15 Stahlträger da dafür. Oh, sehr schön. Wow. Oh, reicht nicht? Wo kriegen wir die blauen Kisten? Ich dachte, die kriegen wir hier. Ah, hier. So, dann forschen wir das hier noch eben. So, witzigerweise, Anforderungskisten können wir schon bauen, aber die. Nee, andersrum. Die Anbieterkisten können wir schon bauen, aber die Anforderungskisten noch nicht. Das sind, warum auch immer, sind das verschiedene Forschungen. Ich verstehe nicht, warum die das nicht alles einfach einklang mit einer Forschung machen. Keine Bisschen Ahnung. komisch, aber macht ja nichts. Deswegen werde ich erstmal einfach das provisorisch mit Holzkisten hier erstmal ansetzen und die dann einfach manuell erstmal befüllen. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, sobald dann die ersten Drohnen unterwegs sind, geht das alles eh automatisch. So, dann machen wir am besten so. Genau. Dann kann ich aber schon mal theoretisch mal die ersten Lagerkisten schon mal bauen hier. Stimmt, Die hier ja. einfach mal irgendwo in die Prärie setzen. Willst nicht gleich irgendwie einen coolen Ort auserkoren und das markieren? Dass wir. Der coole Ort wäre genau unterhalb der Munition? Munition da. Okay, dann ist das der offizielle coole Ort. Das ist der offizielle coole Ort. Da stehen jetzt 5 Kisten, das muss erstmal reichen. Weil wir wollen es ja nicht so übertreiben. Deswegen habe richtig. ich nur 5 gemacht. was wollte ich als nächstes So. machen? Ich wollte gucken, wo ich jetzt am sinnvollsten die Hangars hinpacke. Am besten so, dass die Hangars hier unten bei mir sind. Also, dass es an die Das Drohnenfabrik war rankommt. ja wieder klar. Ja, sonst funktioniert das System nicht. Sonst kannst du deine Drohnen selber bauen. Du So. meinst quasi das, dass ich von hier unten quasi das bis nach oben schon mal verteile. Genau. So. Na gut, weil du es bist. Ja, da wäre sogar die Überlegung wert, ob ich. Ich glaube, ich muss hier dann nochmal. Sag mal, solche Module bauen wir noch nicht, ne? So Geschwindigkeitsmodule oder sowas. Bin ich jetzt im Moment noch ein bisschen Nee. Also, ich sehe zumindest nichts. sinnfrei. Also wir bauen noch, glaube ich, gar keine. Nee, nee. Also Na gut, dann mache ich das so. von daher ist es natürlich genau da mitten in der Produktion drin. Das ist natürlich auch super hier. Dann baue ich es halt ein bisschen höher. So, machen wir mal so. Naja gut, also die Produktion erweitern wir ja vom Prinzip her sowieso nicht, sondern baue ich das Ding dahin. Okay, bin ich wieder doof? Bestimmt. Bedingung zur Aktivierung. Motoren. Ach so, weil da ja noch nichts ist. Motoren kleiner 50. Okay, lassen wir das mit der Bedingung erstmal. So, okay, das ist okay. Ah, sehr schön, hat gereicht. Sehr gut. Kommt das so hin? Das sieht jetzt erstmal total bescheuert aus, was ich hier mache, aber das ist alles nicht so wild. Ja, ich sehe schon, was du da tust.
ganz gern hiervon noch welche. Ah, ich glaube, du hast während unserer Aufnahmepause was vergessen. Was denn? Ich nenn's mal Autosave. Ach so, stimmt. Hey, dann kommt der halt alle 5 Minuten. Das ist doch schön. Das ist halt jetzt so. So, wie teile ich das jetzt auf? Warte mal, wie war das nochmal? Weil ich glaube, ich kann das jetzt im Nachhinein auch gar nicht verändern, oder? Weiß ich gar nicht. Wir müssen das Spiel, glaube ich, neu starten. Ach so. Ja, das ist doof. Oder? Ja, das kann gut sein. Ja. Weil das nämlich Spielbedingungen ist, deswegen schwierig. So, wir hätten theoretisch unser Logistiksystem. Ja. Also zumindest schon mal von hier bis ans Ende der Produktionskette oben. Mal gucken. Aha, jetzt ja. Brauchst du quasi sehr nur noch Gestelle. Ja, die werden hier gerade vorbereitet. Hm? Oh, da fehlt noch einiges. Okay, da haben wir einmal Stahl. Ich kann da schon mal Batterien reinwerfen. Stahl habe ich. Das ist gut. Noch. Schaltkreise und die Motoren. Wobei die Motoren hier gerade schon gebaut werden. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen umständlich, weil wir jetzt alles manuell erstmal hier machen müssen. Ach, guck mal da. Motoren habe ich hier auch noch reinstecken. Was war da noch? Achso, grüne Schaltkreise habe ich keine. Ja. Das macht nichts, weil Logistiksystem ist gleich fertig. Dann können wir nämlich alles umstellen auf Anforderungskisten und dann passt es. Auch wenn die ersten 10 Drohnen... Du musst ja drüber bauen. Ja, das ist das Schöne daran. Ich muss es nur drüber bauen, richtig. Da hast du vollkommen recht. Was benötigt hier Bauroboter? Wahrscheinlich irgendwelche kaputten Sachen, oder? Ja. Mit Sicherheit. Ich sammle schon mal grüne Schaltkreise ein hier. Mhm, habe ich auch gerade. Ja, grüne Schaltkreise kann man nie genug haben. So, rote habe ich noch. Ein paar Zahnräder mal wieder noch mitnehmen. Nom 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 nom. So. Mal ein paar genug hier. Oh, da kommen sie wieder. Ach, ja, die sind... die sind ganz links, ey. Die laufen hier schön an der Mauer entlang und rein in die Basis, durch die Schienen durch. Da muss ich mich auch gleich mal drum kümmern. Diese Drecksäcke. Diese Schweine. Okay. So. Also. In diese Kiste soll geliefert werden. Na, wo haben wir es denn? Stahl. Batterien, vielleicht nicht 200. 100 sind auch zu viel. Machen wir 30. Dann waren es... Ach, genau. Grüne Schaltkreise. Jawohl. Machen wir auch mal nur 100. Oder ach, Quatsch. 70, passt auch. Packt er jetzt gleich alles rein, was ich jetzt eingesammelt habe. Und dann ist erstmal gut. Und Elektromotoren, so. Ja, ist kein Problem. Beziehungsweise Batterien hast du eingesammelt? Nee, ich habe die elektronischen Schaltkreise rein. Um Gottes Willen. Ja, so geht's ja, auch. Ja, was erstmal drin ist, ist drin. Ja, das stimmt. So, und dann habe ich noch 41 Motoren, 3 Motoren, 4 Motoren. Ah, dann kann ich die hier aufteilen, okay. Einmal da rein, einmal da rein. Gut, aber dann haben wir ja die ersten Gestelle. Und dann können wir theoretisch ja erstmal nur von den Dingsrobotern machen, ne? Logistik. Logistikroboter. Genau. Die gehen aber so schnell, die kann man auch erstmal im Inventar machen. Die gehen Sekundentakt, werden die im Inventar gebaut, wenn sie es nicht geändert haben. Können wir sie denn schon bauen? Ja, können wir. Gut. So. Logistikroboter. Ja, da wartet er schon, ne? Ha, mal gucken, wer der erste ist. Logo. Ha. Ach, du hast schon welche gebaut. Na Logo. Oh Gott, sind die lahm. Ich glaube, ich forsche erstmal die Geschwindigkeit. Ja? Definitiv. Das ist ja mega. Genau. Okay. So. Ja, dann können wir ja theoretisch ja schon direkt umstellen. Ja, ich habe schon die ersten Kisten gesetzt und alles. Das werde ich jetzt hier alles schön gemütlich mal einstellen. Gut. So, hier und hier. Die Arbeitsgeschwindigkeit. Wir müssen eigentlich auch mal für die Forschung quasi mal Stufe 3 mal machen, dass das Forschen generell mal schneller geht. Noch. Ja, das, ich glaube, ja, das machen wir als nächstes dann.
Definitiv. Ja. Dann gucke ich mal, dass ich die ersten Ressourcen. Wir haben ja so eine Endkette, sag ich mal, am Ende. Da werde ich mal überall so eine Anforderung, so eine Anbieterkiste hinsetzen. Mhm. Oje, oder auch nicht. Was fehlt hier denn? Hier fehlt es an Batterien einfach. Ja, wo kommen denn die hier an? Mal gucken. Die kommen. Ja gut, klar, Batterien werden hier gleich für die Forschung rausgeklatscht. Es werden einfach zu wenig Batterien gemacht, das ist ganz klar. Gut, dann nehme ich da jetzt einfach mal den Filter raus. Ist überhaupt schon Logistik hier oben? Ja, ist okay. Gehen die Batterien wenigstens mal durch nach oben. Weil Roboter haben jetzt erstmal Priorität. Weil wir, Doskas und ich sind ja faul. Mhm. Deswegen sind die wichtig. So, wir machen mal. Na, ist ein bisschen viel. Ja, 1000 im Logistik, das ist okay. So. Und das hat vorher nicht funktioniert, weil natürlich dieser Arm nicht im Logistiksystem integriert war. Deswegen war das ihm egal, was da eingestellt war. Er hatte ja keine Daten zum Zugreifen, wo er es denn vergleichen soll. So, das ist jetzt im System. Dann brauchen wir Stahl im System. Das können wir. Ach, das ist das Zeug hier im Weg. Dann machen wir das ganz anders. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, was wollten wir forschen? Wir wollten die Geschwindigkeit forschen, der Forschung. Ne? Ja. Okay. Genau. Oh, die ist schweineteuer, okay. Ja, ist halt so. Also. So. Ich wollte doch eigentlich nur Batterien abgreifen. So. Stehe ich jetzt mal hier unten nochmal einen Moment und greife nochmal ein paar Batterien ab. Machen wir auch mal 1000. So. Glaube ich, gleich so ein bisschen automatisierter ist. Was fehlt denn Stahl? Ach, so eine Ironie. Ja, wenn wir gleich genug haben, setze ich auch gleich die ersten Bauroboter und dann fange ich an umzubauen. Okay. Na. Das ist Kupfer. So. Wir haben jetzt im System Schaltkreise, Eisenplatten, Stahlträger und Kupferplatten. Kontinuierlich werden. Wird dafür gesorgt, dass da 1000 drin ist. Mhm. Da reicht ja auch dicke. Ja, ja. Die Frage ist nur, ob es auch die Produktion hinterherkommt. Und bei Stahl sieht das momentan ganz, ganz schlecht aus, weil wir einfach viel zu wenig Fabriken haben. Ich setze eher gleich auf Lichtbögenöfen. Ja, aber läuft er noch hier unten? Deswegen mache ich jetzt auch mal die ersten. Ja, 5 Bauroboter mal. Einfach nur. Mhm. So, einfach 5 Bauroboter, dann da noch ein Logistikroboter. Weil dann kann ich nämlich anfangen mit dem Umbauen. Ist ja mal egal, ob es jetzt einfach einen Moment dauert oder nicht. Das ist halt jetzt am Anfang so. Ach, Ziegel. Wo war Ziegel? Da unten war Ziegel. Zug? Kommt keiner? Gut. Aber hätten wir die ersten Bauroboter, das ist schön. Das bedeutet jetzt für mich, ich kann endlich, wo auch immer es war, weil ich sehe es gerade nicht. War das nicht automatisch mit dabei mit den Blaupausen? Ach nee, die müssen wir auch noch forschen. Verdammt! Die müssen auch noch geforscht werden. Ich glaube, das ist aber eine relativ schnelle Forschung. Ja, aber bis das andere da oben fertig ist. Dauert ja gefühlt 25.000 Stunden. Ja. So, einmal so und einmal so. Kommt da Wasser rein, so. Und das System kennen wir ja alle nur zu gut. Es reicht noch nicht richtig. 1, 2, 3. Doch, es reicht, Gott sei Dank.
Jawohl. Und es gibt mehr Öl. Nicht mehr Öl, sondern Stahl da. Mehr anderes Zeug. Oh, da staut sich ja sogar schon hier Schwefel. Oh, okay, also Ölprobleme gibt's gerade nicht. Dann könnte ich mal die Batterienproduktion ein bisschen ankurbeln. Wenn ich den Ressourcen Zahnräder hätte. Zahnräder wolltest du jetzt noch nicht machen. Zahnräder? Im System meinst du? Ja. Habe ich jetzt noch nicht, dazu kam ich noch nicht da oben. Sehe ich gerade. Vor allem, weil das halt irgendwie total dufte, irgendwie, zugebaut hast. Was habe ich zugebaut? Na, da wo die Zahnräder normalerweise hin sollten. Da hast du jetzt die grünen Schaltkreise hingepackt, aber na, ist ja egal. Ach so, ja, das war. Ja. Ich weiß. Und baue ich die nächsten drei Hangars hier? Du kannst ja auch. Guck mal, das ist ja ganz easy. So, und jetzt kannst du da die Kiste hinklatschen. Und dann da der Greifer hin und fertig. Ich hab aber noch keine. Und ich baue gerade. Ja, dann mache ich das hier eben. Na komm. Wenn du das nicht hinkriegst. Genau, so. Wenn ich das nicht hinkrieg, vor allen Dingen. Machen wir hier noch die Bedingungen rein, Zahnräder. Klappstuhl, ey. Wahnsinn, ey. Was man sich ja alles anhören muss. Ja, unsere Produktion läuft extrem auf Hochtouren. Also Eisen ist hier gerade echt puh. Ja. Naja, gut. Ist jetzt halt auch klar, weil wir jetzt erstmal umstrukturieren müssen. Da kann es noch nicht laufen. Ist ja logisch. Das ist relativ klar. So. Sind sogar schon. Mal gucken, wo steht's denn? Logistik, 2 von 24. Yay, wir haben es geschafft, dass wir mehr Roboter haben, als wir brauchen. Yay! Kann ich gleich in der Produktionskette ändern, wenn du das möchtest? Nein. Oh, hier war ist ja so, nur ein Angebot. Hier ist so duster. Mal ein paar Lichter setzen. So. Da auch noch ein Licht. Ja. Vielleicht sollte ich das Licht auch dahin setzen, wo Strom ist. So. Was brauche ich denn hier? Stahlkiste. Ich habe natürlich mal wie immer keinen Stahl. Da. Ja, das. Die nächste Forschung wäre ich auch dafür, dass ich Ding forsch. Also dann eine Blaupausen. Und. Definitiv. Und dann Anforderungen, dass dir die Drohnen Sachen bringen. Zum Thema faul, dass wir noch ein bisschen mehr faul sein können. Genau. Einfach nur bei was können. Genau, richtig. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Rohre mit. Oh, und nur noch 13 Eisenplatten. Aber zum Glück sehe ich, dass wir hier Eisen haben. Haha. Klaue ich das einfach hier. So, damit ihr das alle mal seht, was der Doskas mit den Bedingungen gemeint hat, weil ich vergesse ja immer, dass das Spiel ja vielleicht Leute ja auch gar nicht kennen. Wir haben hier ein Logistiknetzwerk und dann können wir jetzt hier auf Verbinden drücken. Und da seht ihr jetzt, dass wir hier unten eine Bedingung reinpacken können. Also das heißt, einmal nehme ich jetzt hier erstmal die blauen, weil die will ich hier abgreifen. Und das reicht, wenn wir davon 50 Stück haben. So, das heißt, blaue Arm, also von den blauen Greifern, weniger als 50, dann packt er das ins System rein. Dasselbe werde ich jetzt auch noch mit den lila machen. Also mit den Filtern an den Greifarmen. So, sehr schön. Jetzt gibt's. 50 Stück reichen völligst. So. So, hier wird nicht gearbeitet. Warum nicht? Was ist los? Was fehlt euch? Oh, Batterien fehlen euch, ne? So. Aber dann braucht ihr hier diese Kisten hier einfach nicht zu blockieren. Wäre auch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Ja. Aber irgendwie habe ich mir das so angewöhnt. Das ist der Doskas dran schuld. Was? So. Wo bin ich dran schuld? Moment mal. Ich bin an vielem schuld, aber nicht an deinen Fehlern. Ey, das ist doch gar kein Fehler. hier hinten
Ah, hier hinten haben wir sogar auch schon ein Logistiksystem. Also das heißt, wir könnten dann theoretisch hier auch noch irgendwo die roten Greifarme einfach mal herstellen. Einfach nur, weil wir sie zwischendrin brauchen könnten. Das heißt. Oh, Was? das war dumm. Okay, klar, ich brauche natürlich. Mach nur weiter, mach nur weiter. Ich mache hier gerade nur Blödsinn. Ja, das Ist normal, ne? bin ich einfach gewohnt von dir. So, ich habe gleich soweit unsere ganzen Greifarme, die wir bisher so benötigen, So. So im System. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Danke. Ich So. mache nämlich nicht nur Blödsinn, so wie du. Ich mache dafür sinnvollen Blödsinn. Ach so, sinnvoller Blödsinn, das ist Ja, auch gut, ne? gut. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Oh, und ich sehe gerade, boah, ich bin da irre. Das heißt, ich brauche eine Anforderungskiste und ich habe schon wieder keinen Stahl. Das ist einfach Warte mal, zum Heulen hier das. gerade. Für die sich jetzt gerade fragen, was ich tue. Ich werde jetzt hier einstellen, diesen Arm hier, quasi, wenn im System mehr wie 50 Elektromotoren sind, dann soll er aufhören. Und das mache ich jetzt bei, das kopiere ich mit Rechtsklick, Linksklick, ne? Und Shift. Kopiere ich das jetzt einfach an alle drei Arme. Und so sorge ich dafür, dass jetzt hier einfach nur maximal 50 Elektromotoren da sind. Sonst haben wir hier irgendwann 1000 von Elektromotoren, die wir nicht brauchen. Und das wäre doof. Mal immer. Ja. So. Und wir sind eigentlich ganz gut im Plus. Also, wenn ich mal gucke, Gegenstände im Logistiknetz, da ist kein Gegenstand auf Minus. Das ist schon mal sehr gut. Noch, ich arbeite gerade dran. Du arbeitest. Ja, das. Ja, da kommen Batterien Kennst du rein, du. davon, ja? So, damit ihr seht, mal ganz kurz für hier diese Anforderungskisten. Das ist logisch, Anforderung, logisch, da muss das Zeug rein, was ihr haben wollt. Und ich brauche quasi Zahnräder, ich brauche Eisenplatten und ich brauche von den gelben Greifarmen. Von den gelben Greifarmen brauche ich gar nicht so viele. In einem anderen Rest, das ist mir soweit relativ Hupe. Das wird halt immer in diese Kiste hier reingepackt. Und zu guter Letzt stellen wir das hier noch ein, dass wir auch gleich die ganzen roten Greifer drin haben. Reichen auch 50 völlig aus. Was macht er Und eigentlich? Muss ich mal gucken. Eieiei, hier sieht's aus. Geh weg. Okay, ich geh weg. Ja, ich Nee, habe jetzt alle Schmarrn. gängigen Greifer einfach mal mit in das System reingeknallt. Ja, das ist auch gut so. Ja, weil später für den ganzen Umbau und sowas, wenn wir sie brauchen. Ich schau mal, dass ich jetzt eben unser. Weil ich. Oh Gott, das will nicht ein Fließband ist hier? Oh je. Naja, gut, es geht relativ zügig. Dann warten wir mal ganz kurz. Und ich brauche auf jeden Fall auch noch hiervon welche, von den Expressteilfließbändern. Da brauchen wir halt auch Schmiermittel und Schnellteilfließbänder. Deswegen, ich mache das ganz simpel. Ich breche hier eben ab, stell das ein, so, ne? Baue eben die zwei nach. Und wie ihr seht, kaum hat der Peter Muss hier mit einer kleinen Produktion angefangen, schon brauchen wir alle Logistikroboter. Ja gut, bei 24, also. Ja, ich brauche trotzdem alle. Oh, was fehlt? Rote. Okay. So, eins fertig. Zwei fertig. Was denn hier eigentlich noch alles drin? Lauter so ein Schrott. Lauter so ein Schrott. So. So, weil wir jetzt gleich die Pausen dann noch erforschen werden. Apropos Pausen, es wird mal wieder Ja. Zeit für so einen kleinen Cut, hätte ich gesagt. Denn wir sind schon wieder so weit, die Zeit rast in dem Factorio, aber das wisst ihr ja bereits. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder.